Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Roadtrip durch Sizilien. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, uns begleiten wollt. Ja, wir haben die Route durch die Schweiz gewählt und haben dann im Vorfeld uns eine Vignette beim ADAC bestellt, die ein Jahr gültig ist, ne? Genau, Gut. 14 Monate Ja. und ja, dann den Weg durch Italien haben wir die Mautstraße gewählt. Da haben wir uns im Vorfeld eine Box geholt von Tolltickets. Ja, das System. Ja, hat super funktioniert. Ja. Ne? Man fährt einfach durch und wird erkannt. Ja, wird abgebucht und bis Salerno sind die Mautstraßen geführt und da haben wir knapp 70 Euro, 68, 69 Euro circa haben wir bezahlt. Von Salerno bis Villa San Giovanni sind die Autobahnen mautfrei. Die sind wir dann gefahren und haben dann die Fähre genommen nach Messina rüber, die ungefähr eine knappe Dreiviertelstunde dauert. Bezahlt haben wir sind unter 3,5 Tonnen, knappe 54 Euro. Genau, und dann sind wir, weil im Norden von Sizilien hat es geregnet. Und da sind wir relativ weit in den Süden gefahren, in das schöne Wetter, wie man sieht, die Sonne, die ballert. Und hier sind wir auch wieder Mautstraßen gefahren, die, ich glaube, keine 4 Euro gekostet haben. Ja, die sind hier ganz, ganz günstig. Also da muss man sich nicht vorscheuen, die zu fahren. Also. Und ja, und diese Tolltickets, die Mautbox, die gilt für Sizilien, sowohl für die Fähre als auch für die Autobahn gilt die nicht. Genau. Da muss man halt aufpassen. Wir haben den Fehler gemacht, weil der Klaus hat wieder nicht richtig gelesen. Naja, wir haben versucht, mit der Box dann irgendwie so auf die Fähre zu kommen, aber uns wurde dann schnell klar gemacht, dass sie nicht funktioniert. Erst dachten wir, die Box wäre kaputt. Aber gut, im Nachhinein haben wir dann gelesen, dass die gar nicht gilt für die Fähre und für Sizilien. Also muss man halt so dann ein Ticket lösen. Aber hat dann auch funktioniert. Hat alles problemlos funktioniert und die Leute alle super nett. Und ja, jetzt stehen wir in Avola auf einem Stellplatz. Einen süßen Stellplatz. Aber den zeige ich euch gleich. Ja, total schön hier. Ja, in der Vorsaison, wir sind jetzt übrigens Mitte März unterwegs. Und in der Vorsaison kostet der Platz 15 Euro inklusive Fähr- und Entsorgung, Strom, Duschen. Ja, alles da, was man braucht. Genau, es war alles in die Jahre gekommen, obwohl es den Platz noch nicht so lange gibt. Aber wie gesagt, für uns absolut gar kein Problem und es ist ruhig hier, es ist schön. Ja, und Vielleicht hört man gerade das Auto mal weiter. also nachts ist es definitiv ruhig. Ja, gleich werden wir uns das Städtchen mal angucken und dann werden wir euch auch ein paar nette Aufnahmen zeigen davon. Genau. Ja, dann viel Spaß bei unserem Roadtrip und den Platz stellen wir euch jetzt vor. Ja, das ist die Einfahrt. Wenn ihr an den Platz kommt, hängt da ein Zettel und dort steht geschrieben, dass man eine WhatsApp an die Nummer schicken soll. Und zwar mit einem Foto vom Personalausweis, Foto vom Kennzeichen. Ja, und dann wird einem Einfahrt gewährt. Jeder Platz hat einen Wasseranschluss und Stromanschluss. Uns gefällt der Platz hier wirklich sehr gut und wir werden hier auch ein paar Tage bleiben und als Base im Prinzip, als Homebase nutzen und von hier aus dann verschiedene Ausflüge starten. Ja, und jetzt geht's los in Städtchen. Und stopp! Ich habe was vergessen zu sagen, bevor wir losgehen, muss dann noch raus. Ja, wir
haben so eine MyMaps-Karte auf unserer Homepage. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung, wo wir alle Stationen, die wir so abfahren oder wo wir sind oder POIs allgemein, niederschreiben. Schaut euch das doch einfach mal an. Ja, für unsere Planungen, so mal als Idee vielleicht für euch, wir benutzen in der Tat MyMaps und sobald wir irgendwelche schönen Punkte sehen oder erzählt bekommen, tragen wir das ein. Ja, so und als letzten Tipp, es gibt in Italien auch wie ähnlich wie in Frankreich, Spanien etc. die sogenannten schönsten Dörfer. Ja, die Homepage, die verlinke ich euch in der Videobeschreibung. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, lang genug gequatscht. Jetzt geht's ab ins Örtchen. Ja, jetzt sind wir wieder zurück. Den Hund interessiert die Kamera gar nicht. Nee, also das Städtchen, das war ja ganz nett gewesen, war jetzt kein Highlight, aber absolut ja, interessant, nenne ich es mal. So, bei uns gibt es jetzt was zu essen und dann lassen wir den Abend schön ausklingen. Gut, bis dann. Einen schönen guten Morgen. Boah, der Planet, der knallt wieder und das Mitte März, fantastisch, haben wir genau die richtige Destination ausgesucht. Ja, wir sind heute auf dem Weg und wollen uns schönste Dörfer von Italien angucken. Vorher noch einkaufen. Ja, und ich würde sagen, da starten wir jetzt. Ah, jetzt sind wir in ich blende es unten ein. So, Vorsicht Hund, dass ich nicht quetsche. Angekommen, aber es ist nichts von dem schönsten Dörfchen ausgeschildert. Ja, keine Ahnung, also schade. Ja, hier soll jetzt irgendein griechisches Amphitheater sein. Das ist oberhalb von dem Dorf oder von der Stadt. Ja, aber auch hier ist nix. Alles zu, alles tot. Ja, ich guck mal eben weiter. Nee, also ich habe jetzt mal rumgeguckt. Hier sind weder Öffnungszeit noch, was weiß ich, angeschlagen, gar nichts. Aber ich lasse jetzt mal die Drohne hoch. Und ja, dann fahren wir zum nächsten Örtchen. Hoffentlich haben wir da mehr Glück. Thank you.
Jetzt sind wir in Monte Rosso angekommen und auch hier ist das Parken wieder schwierig. Wir haben zwar jetzt einen Platz gefunden, aber ob der so astrein ist, weiß ich noch nicht. Ja, aber gerade das Dörfchen vorher, wo wir da durchgefahren sind, das war wirklich super schön. Und ja, die Bilder, die habt ihr gesehen. Ja, schaut doch mal bei uns auf dem Instagram-Kanal nach. Da hat die Heike noch andere Fotos eingestellt. Und ja, hier sind wir in Monte Rosso, wie gesagt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Gehen mal in die Kirche rein und lassen uns da mal ein bisschen von der Lautstärke irritieren. Da lassen wir uns jetzt mal ein bisschen verwöhnen von schönen Bildern, hoffentlich. Ja, war doch wieder ein kleines süßes Dörfchen und wir machen uns jetzt auf weiter. Wir suchen eine Stelle, wo wir uns ein lecker Käffchen kochen können, ein paar Kekse essen. So, und das machen wir jetzt. Ja, wir sind jetzt in Butcheri, wenn es so ausgesprochen wird, angekommen. Und also die Straßen waren ja noch super eng. Da mussten wir echt einmal drehen, weil sonst wären wir da gar nicht durchgekommen. Wir stehen jetzt ziemlich außerhalb. Und ja, wie gesagt, jetzt machen wir erstmal ein Käffchen und dann gucken wir mal, ob wir von hier aus nochmal ins Dorf gehen. Schauen wir mal. Mit leerem Magen. Keine Entscheidung. Thank you.
Ja, zurück im Wohnmobil. Jetzt sind wir auf dem Sprung wieder zu dem Wohnmobilstellplatz in Avola. Ja, und das Dörfchen hier hat uns wieder ganz gut gefallen. Ja, dann geht's jetzt mal auf. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns. So, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Heute haben wir was vor. Jo, wir wollen an den südlichsten Punkt von Sizilien fahren, da wo das Ionische Meer und das Mittelmeer zusammentreffen. Und da soll es einen schönen Strand geben. Ja, und eine Statue, ne? Genau, so eine Christo-Statue. Genau. Die wollen wir uns mal anschauen heute. Ja, dann packen wir jetzt hier ein. Fahren und kommen aber hier wieder zurück, weil das ist immer noch unsere Base. Ja, total schön hier. Genau. Ja, dann würde ich sagen, Attacke. Bis später. Der Hund spielt verrückt. Ja, jetzt sind wir am südlichsten Zipfel angekommen. Das heißt, wir sind kurz davor und schauen uns das jetzt mal an. Ja, und der Platz hier, der Parkplatz, dort kann man im Sommer mit dem Wohnmobil für 10 Euro die Nacht stehen. Und ja, jetzt in der Vorsaison ist es kostenlos, wenn wir das so richtig gesehen haben. Also ich weiß nicht, ob man im Sommer hier übernachten darf. Ne? Da steht halt 10 Euro für den ganzen Tag. Und ich kann mir vorstellen, dass man im Winter hier übernachten kann, so wie jetzt. Und dass im Sommer ja, für 10 Euro am Tag man hier stehen kann. Ja, also wir wissen es nicht genau. Ja, müsst ihr euch ergoogeln. Wir tun den Platz unten in die Videobeschreibung. Ja, hier ist auch der Punkt, wo das Mittelmeer und das Ionische Meer zusammenstößt. Und zwar genau da, so da an der Frau da vorbei. Thank you.
So, die Haare zerzaust. Ja, wir sind ja zurück in Richtung Wohnmobil und dort werden wir uns jetzt erstmal einen Kaffee machen. Aber schön ist es hier, ist richtig schön. So, nach einer gemütlichen Heimfahrt sind wir wieder angekommen und ja, Heike ist gerade am Kochen. Die Sonne geht schon ganz schön doll unter. Und dann gucken wir doch mal ins Töpfchen, was es da so Leckeres gibt. Kann man jetzt schlecht erkennen, weil es gegen das Licht ist und hier drin ist es dunkel. Und da gucken wir mal. Beschlagen. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, konnte man jetzt so nicht sehen. Egal. Wir tun jetzt essen und den Abend ausklingen lassen. So, wir werden jetzt zum Strand gehen in Avula. Und das könnt ihr euch gerne im nächsten Video anschauen, weil wir an dieser Stelle das Video beenden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Den Kanal abonnieren, kostet euch nichts, uns hilft es weiter. Und gerne ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ja, und damit sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bleibt. Ciao. Ja, genau. Und bleibt gesund. Und noch was im Nachtrag: Wir haben hier immer so zwischen 17 und 20 Grad und es ist traumhaft. Leider ist es jetzt im Moment sehr windig, aber das gehört dazu. Gut, in dem Sinne. Jo, bis denne. Bis denne.